Das heißt, wenn wir das denn wirklich so machen, dass der Zug oben rankommt, dann muss ich mir jetzt eine Reihe aussuchen, die die Grenze quasi darstellt zwischen dem ganzen Zugbereich und zwischen Erzweiterverarbeitung, Metallweiterverarbeitung und so weiter. Die hier sieht nicht schlecht aus. Ja, ziehe ich einfach mal die Reihe hier. Sieht richtig aus, ne? Ja, müsste hinhauen, sonst hängt das ja so schräg. Also ziehe ich die Reihe hier, während die ganzen Roboter das Holz abbauen, einfach mal lang. Guck, ob sie auf gleicher Höhe mit da hinten ist, damit wir keinen Fehler im System haben. Und das schaut gut aus. Das heißt, hier drunter könnte ich jetzt anfangen mit den... was kommt zuerst? Zuerst kommen Zentrifugen. Ganz viele Zentrifugen. Oh, habe ich da Erz dabei? Ganz schön viele Erz dabei. Okay. Also zuerst kommen die Zentrifugen. Haben wir irgendwelche Zuläufe oder Abläufe von den Zentrifugen? Bei den Zentrifugen wird Stein produziert, das wir dann weiter nach links bringen. Ich deute mal die Zugeinfahrtschneise irgendwie hier an. Also das wird wie gesagt zugeschüttet, bis auf die Höhe, denke ich mal. Und dann ist hier so Zug. Und da wird dann oben und unten entladen und das, was oben ist, wird dann unterirdisch wieder nach da gebracht, dass es dann alles nach unten abläuft, unten abtransportiert wird. Zentrifugen kommen also hier hin. Das Erz läuft dann an den Zentrifugen vorbei. Die Frage ist jetzt von wo. Weil ich muss das Ganze jetzt ja auch so konzipieren, dass es nicht nur für später gut funktioniert, also wenn der Zug kommt und entladen wird und so weiter, sondern dass es auch jetzt funktioniert, während wir noch das da alles abbauen, das ganze Erz. Das heißt, das Erz kommt dann von hier, fährt hier unten über Fließbänder lang, bis nach ganz da, bis nach ganz oben und dann fährt es von hier aus. Also ja, ich denke, es wird wieder darauf hinlaufen, dass hier ein Fließband lang läuft. Das wäre jetzt aber nur für, sagen wir mal, Eisen. Das ist ein Problem. Wobei, es gibt jetzt auch schnelle, lange Ärmchen, richtig? Oh, ich teste es einfach mal. Sagen wir mal, das untere Fließband ist jetzt Eisen, das obere Fließband ist Kupfer. Und hier kommen jetzt überall Zentrifugen hin. Nach dem Prinzip. Die brauchten auch noch Wasser, ne? Ach Gott. Also das ist echt... Es ist schön, dass StyleTech das immer komplizierter macht. Aber manchmal denkt man sich auch, du, boah, das hätte ich jetzt aber echt weglassen können. Jedenfalls jetzt am Anfang. So, das noch mehr davon. So, du hättest jetzt gerne... Was? Nein, keine Sludge-Geschichte. Ich hätte jetzt gerne Eisen. Und ja, wir brauchen Wasser. Das macht das Ganze unendlich komplizierter. Weil jetzt müssen wir uns ein System ausdenken, dass das mit dem Wasser einigermaßen gut klappt. Und Sludge wird auch noch... Ja, oh Gott. Also ich denke, ich werde sie nicht so nah beieinander bauen können. Ja. Mach das mal alles ein wenig... Mist. Es geht nicht. Doch, warte mal, das geht. Das wird abgefahren aussehen, aber gucken wir mal. Test. Du gehst denn da runter, da lang. So, und das hier sind die Stellen, wo die Zentrifuge das rausnimmt. Problem ist jetzt hier wieder. Oh, warte. Kommst von da. Gehst hier runter, gehst darum, gehst darum, gehst darum. So, jetzt können zwei Ärmchen das da rausnehmen und hier rauflegen. Das klingt schon mal besser. So. Du sollst meinetwegen Eisen machen. Das heißt, du bekommst dein Roheisen von oben. Du bekommst dein Wasser. Wahrscheinlich später von unten. Ja. Mach mal... Sludge von da nach... Ne,
Es geht auch nicht auf. Boah, ist das eklig, mit der Symmetrie das hinzubekommen. Das macht gar nichts. Was ich ganz gerne würde, ist das Sludge, was von hier kommt, quasi dann in die Fabrik reinzupumpen und nicht hier hinten wieder raus. Aber ich denke, das geht nicht gehen. Ich denke nicht, dass die Zentrifuge als Zwischenpuffer für den Sludge von einer anderen Zentrifuge fungieren kann. Also das ist doof. Es gibt keine Mitte. Es gibt keine Mitte, Gerugon. Du kannst es knicken, hier was zu finden. Obwohl, das sah nicht schlecht aus. Also müsste das Wasser wirklich... Also man kann das alles anschließen, das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass es tierisch eklig aussehen wird und dass eventuell nicht genug Platz ist für die Rauslegärmchen zum Beispiel. Außer wir machen das so, dass die Rauslegärmchen das halt so machen. Das ist wieder doppelte Platzverschwendung. Okay. Dass hier dann die Rauslegärmchen kommen. So, so, so. Muster kurz setzen. Weil das kann ja auch wieder Rohre blockieren, ne? So. Achso, und Licht. Mach bitte ein wenig Licht, damit ich hier ordentlich arbeiten kann. Oh, die Roboter sind schon fertig. Ja, bis auf das da oben, aber da kommen sie nicht an. Das ist völlig okay. Gute Arbeit, Roboter. So, so. Genau, also kommt rein, kommt raus. Jetzt geht es nur noch um die Flüssigkeiten. Die Flüssigkeiten können wir... Ich brauche mehr Zentrifugen. Ich hätte das nicht hier anfangen sollen. Ich muss das ja so haben. Genau, das hier wird unsere Testzentrifuge. Die bauen wir jetzt so auf, wie es am Ende sein soll. Und wenn es bei der klappt, dann wird es auch bei allen anderen klappen. Weil das hier ist am Rand. Am Rand kann ich ja nicht testen, wie es denn auf beiden Seiten aussieht, ne? Macht Sinn. Also... Du mach genau das gleiche wie drüben. So, hier die beiden, da die beiden. Blaue Ärmchen. Da bist du in einem neuen Tab. Das muss ich mir erst angewöhnen, dass die Ärmchen jetzt alle hierhin ausgelagert wurden. Wobei ich das ein gutes Schritt in die richtige Richtung finde. Weil es gibt so viele Tabs hier, die können auch ruhig mal alle genutzt werden. Also da können ruhig noch 5 Untertabs dazukommen. Jetzt mal wegen eins noch für Fließbänder. Nee, das lohnt nicht. Ja, obwohl. Es gibt ja inzwischen 5 oder 6 Stufen, jeweils mit Unterirdisch und Splitter. Das wird sich vielleicht schon fast lohnen. Ja, aber gut. Du legst also da drauf. Und da drauf. Stimmt eigentlich. Eigentlich brauchen wir nur eine Seite zum Rauslegen, weil es wird niemals so schnell gehen, dass 3 Ärmchen das nicht schaffen, das rauszulegen. Was können ja sehr schnelle Ärmchen sein. Das heißt allerdings auch wieder, wenn wir jetzt sagen, die Fabriken legen immer nach links raus. Also jetzt nicht hier, sondern du nach links auf das, du nach links auf das. Dann haben wir da Platz für die Flüssigkeiten. So, das heißt, du bringst das Zeug jetzt nach hier runter. Und hier ist jetzt die, hier ist jetzt das tolle Eisen. Wobei das ein Problem ist, wenn wir das so machen. Ja, das ist ein großes Problem. Mist. Weil jetzt alles nur auf der Seite des Fließbands landet. Das heißt, wir müssten dann jedes Mal nach dem Ding einen Splitter hinsetzen, der das Ganze wieder auseinanderfriemelt. Aber ein Problem zur Zeit, ein Problem zur Zeit. Also, Sie sehen, links immer noch links raus, links raus, links raus. Deute ich hier auch schon mal an, damit ich da später keinen Fehler mache. So, das heißt... Das hier wäre frei für Flüssigkeiten. Und das da wäre auch frei für Flüssigkeiten. Flüssigkeiten wie Sludge-Abtransport. Okay. Das heißt, wir brauchen... Haben wir keine Rohre mehr? Nö, haben wir nicht. Bau zigtausend Rohre. So. Das heißt, du baust einen so. Und dann einfach nach unten weg. Okay. Okay. Du baust ein Rohr, einfach nach unten weg, kommst da raus. Und das hier, wäre dann für unseren Sludge zuständig. Einmal hier in die ganze Richtung lang.
und dann später irgendwo hin, wo das Sludge weiterverarbeitet wird. Das könnte man natürlich auch oben rauf machen. Brauchen wir hier unten den Platz? Geht so. Also ich habe hier extra so ein riesiges Gebiet gewählt, wo normalerweise zigtausend Komplexe hin sollten. Also sowas wie hier hinten mit den Dingern. Damit wir das alles schön auseinandergezogen bauen können, damit alles wesentlich einfacher ist. Also ich glaube, ich lasse das so. Das heißt, hier ist jetzt Sludge. Jetzt brauchen wir Wasser. Für Wasser machen wir einfach da hoch. Das so. Oh, ganz ruhig ein weiter. So. Dann ist hier sauberes Wasser. Da sauberes Wasser. Ich sollte das gleich überall so machen, damit ich eine gute Übersicht habe. So, du. Na, andersrum. Du mach bitte auch Eisen. Richtig, genau, so. Runter bis... Immer diese doofen Fließbänder. Ich will Gummischuhe haben, dass ich den Fließbänder nicht mehr rutsche. Ich glaube, die gibt es sogar inzwischen, aber ich habe sie noch nicht gebaut. Du. So, so. Genau, Wasser von da nach da. Hatten wir schon? Sehe ich hier gar nicht. Nee. Von da nach da. Und jetzt Wasser von da nach da. Es dürfte sich hier jetzt nichts verbinden können. Richtig? Ich wüsste nicht wie. Da. Ja, okay. Und Wasser kann dann später von hier oben irgendwo kommen. Oh, oder da unten. Stimmt, den Teich hier unten lassen wir, glaube ich, da. Ich habe bisher noch nicht vorgehabt, da irgendwas mit anzustellen. Achso, und Roboter, ihr könnt ruhig mal... jetzt haben wir hier oben eine Stromverbindung. Das heißt, die ganzen alten Dinger können mal weg. Also ich habe gerade auch Befehle erteilt, die ganzen Poles da wegzumachen. Und die Bäume hier, die Bäume da. So, müsste alles okay sein. Ja, genau. Das heißt, wir können von unten Wasser holen, das dann schleudern lassen, damit denn da Sand und Stein rauskommt. Wobei Stein, ich glaube, wir kriegen jetzt genug Stein. Das heißt, die Wasserdinger sollten vielleicht doch eher sich wieder mehr konzentrieren auf Sand. Weil Sand brauchen wir auch regelmäßig für andere Sachen. Nö, gut. Das heißt, wir haben weder mit dem Wasser Hintransport noch mit dem Sludge-Abtransport irgendwelche Probleme, da ich extra groß gebaut habe. Und das sieht sogar einigermaßen okay aus. Ja, sehr schön. Das war also das erste Problem. Wie platzieren wir die Dinge jetzt, dass einigermaßen gut das klappt mit dem Zutransport von dem dreckigen Erz, von dem Abtransport mit dem sauberen Erz und den Flüssigkeiten. Nächstes Problem ist das jetzt hier. Das ist nicht schön. Und ich sehe gerade, wir haben hier immer noch Platz. Oh, warte mal, ich habe da eine Idee. Wir machen das Ganze einfach. Dum-dum-dum. Lavalampen-Style. Weg. So. Ja, der Platz ist jetzt hier über. Das sieht sogar echt nicht schlecht aus. Okay. Also es wird nicht schlecht aussehen, wenn es fertig ist. Ich sehe die Dinge ja nicht immer so, wie sie sind, sondern auch, wie sie sein könnten später. Und ich finde, das sieht, oder das wird gut aussehen. So. So. Und das machen wir jetzt noch so weiter bis auf, keine Ahnung. Also jetzt werden erstmal drei reichen, denke ich. Vor allem, wir können sie auch noch mit Speed-Modulen voll dudeln. Wir sollten erstmal gucken, dass wir es jetzt hinbekommen, dass der ganze Sludge verarbeitet werden kann. Das ist ja momentan auch unser Problem. Es ist nicht das Problem, dass wir nicht genug Zentrifugen haben für Erz sauber machen, sondern dass es eher am Sludge mangelt. Also beziehungsweise, ne? Gegenteil von mangelt. Das heißt, ich würde das Ding eigentlich schon mal ganz gerne anschließen, um das dann auch zu testen. Aber jetzt sollten wir erstmal... Ja, wir sollten erst die anderen Zentrifugen bauen. Okay, wichtige Frage wieder. Wo kommen jetzt die Zentrifugen hin, die aus dem Sludge Stein machen? Dazu ist die Frage, wo kommt der Stein hin? Wo wird der Stein später gebraucht? Oder das Gestein. Die Steine, der Stein. Einzelne Steine. Ganz schön viele Präpositionen. Egal. Also ich denke, die Steine müssen hier hin. Weil hier in dem Bereich werden wir die Lava-Geschichte machen. Also wahrscheinlich eher in dem
ganzen Bereich wird die Lavageschichte gemacht werden, damit wir von hier aus die Schmelzöfen befüllen können. Obwohl, ich wollte die ganze Lebenslinie ja einmal umdrehen, ne? Das heißt, das Eisen muss später hier hergestellt werden. Also das Eisen oben, Kupfer unten. Das heißt, die Schmelzöfen müssen woanders hin für die Lava.